Herbert Kickl, der Sozialsprecher von FPÖ. Und meine Vorredner von SPÖ und ÖVP, Sie könnten es sich ja ganz einfach machen, dadurch, dass Sie einfach einmal ehrlich sind. Sie könnten sich hier herstellen und sagen, Sie haben längst den Überblick über die Ereignisse verloren, von denen Sie uns hier erklären, dass Sie irgendeine Art von Krisenmanagement zu Ihrer Bewältigung fabrizieren. Das ist nämlich die Wahrheit. Sie erinnern mich an diejenigen Leute, die sich in Fukushima hingestellt haben und der verblüfften Öffentlichkeit Tag für Tag erklärt haben, dass sie alles unter Kontrolle haben, bis es dann so weit war, dass sie die Katastrophe nicht mehr verheimlichen konnten. In dieser Art und Weise, meine Damen und Herren, agieren Sie. Sie haben das Problem, dass sich die Wirklichkeit nicht hält an das, was Sie in Ihren Reden von sich geben. Schauen wir uns das einmal an, meine Damen und Herren. Wenn es nach Ihren eigenen Angaben geht, ja, nach Ihren eigenen Angaben, dann haben Sie Irland gemeinsam mit einer allwissenden, alternativlosen Europäischen Union wieder auf gesunde Beine gestellt. Wenn es nach Ihren eigenen Angaben geht, dann haben Sie Portugal inzwischen saniert, nach Ihren eigenen Angaben. Wenn es nach Ihren eigenen Angaben geht, dann ist Griechenland inzwischen wieder topfit. Und wenn es nach Ihren eigenen Angaben geht, meine Damen und Herren, dann treten Sie jetzt an, um Zypern zu retten. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dann Zypern gerettet haben, dann wird Zypern fertig sein, nämlich in genau dieser Bedeutung des Wortes, dass dort überhaupt nichts mehr geht. Denn man muss sich nur mal die Ergebnisse Ihrer bisherigen Rettungsmaßnahmen anschauen. Was ist es denn und was wird herauskommen in Zypern? Wir haben in Wahrheit dann eine Volkswirtschaft mehr, die man guten Gewissens dann mehr als tot denn als lebendig bezeichnen kann. Denn das, was hier auf den Weg gebracht wird, meine Damen und Herren, von Ihnen, von SPÖ und von ÖVP, das ist nichts anderes als der Versuch, in Wahrheit dieser Volkswirtschaft, die ohnehin aus dem letzten Loch pfeift, noch einmal einen Strick umzulegen, um ihr die Sauerstoffzufuhr noch einmal abzuschneiden. Armut, Arbeitslosigkeit, soziales Elend, das sind die Folgen, meine Damen und Herren, Ihres sogenannten Rettungspaketes. Und die Zeche zahlen einmal mehr. Das zahlt die kleine Bevölkerung, das zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das zahlen die Pensionisten in diesem Land. Und sie zahlen die Zeche für wen? Für eine kriminelle Allianz aus Politikern, die sich mit der Finanzwirtschaft eingehängt haben, um einmal mehr ihr Geschäft zu machen, meine Damen und Herren. Das wird auch diesmal das Ergebnis sein. Das zweite Ergebnis ist, dass sich die Banken wiederum die Hände reiben. Ja, jetzt müssen sie ein bisschen einen Beitrag leisten, aber die haben doch längst ihre Schäfchen im Trockenen, denn während Zypern noch überlegt hat, ob man eine Hilfe annehmen soll oder nicht, hat man schon alles außer Landes gebracht und hat die fetten Gewinne eingestreift, meine Damen und Herren. So schaut es doch in Wahrheit aus. Und das dritte Ergebnis wird sein, und auch das ist nichts Neues, da sind wir dann bei Österreich, dass wir zu einem gigantischen Schuldenhaufen, der ja schon jenseits aller Dimensionen ist, die man sich überhaupt vorstellen kann, im eigenen Land noch einmal neue Schulden und noch einmal neue Haftungen draufsetzen. Das ist hochgradig unverantwortlich, meine Damen und Herren, noch dazu, weil Sie es zu einem Zweck betreiben, der unterm Strich nicht herauskommt, weil Sie niemandem damit in Zypern helfen werden, so wie Sie es fälschlicherweise vorgeben. Vielleicht haben wir von der Freiheitlichen Partei etwas versäumt. Vielleicht liegt ja irgendwo, Frau Finanzminister, dieses Geld auf der hohen Kante. Vielleicht haben Sie ja so, wie es viele Österreicherinnen und Österreicher tun, irgendwo einen Notgroschen beiseite gelegt. Vielleicht haben Sie was auf der hohen Kante, wo man dann guten Gewissens hergehen könnte und einen Teil davon zum Einsatz bringen könnte, um den Menschen zu helfen. Aber Sie haben es nicht. Was Sie machen, Frau Finanzminister, und mit Ihnen der Bundeskanzler, ist, den Leuten zu erklären, dass man aus einer leeren Kasse noch einmal etwas herausnehmen kann und noch einmal etwas herausnehmen kann. Das ist kein staatsmännisches Verhalten, das ist Charlatanerie, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung. Und ich sage Ihnen eines, es stößt mir schon richtig sauer auf, wenn ich daran denke, dass in wenigen Tagen nur wenige hundert Meter Luftlinie von hier entfernt, am 1. Mai der Bundeskanzler dieser Republik kostümiert mit einer roten Nelke und einem roten Fetzen zum Hinunterwackeln zu einem immer schmäler werdenden Publikum, wenn er genau dort am 1. Mai zwei Dinge tun wird, meine Damen und Herren. Er wird dort von der Gerechtigkeit schwadronieren, auf diesem Rathausplatz, so wie er immer von dieser Gerechtigkeit schwadroniert, anstatt sie im eigenen Land einmal umzusetzen, meine Damen und Herren. Er wird von der Gerechtigkeit schwadronieren. Und er wird die internationale Solidarität im Kampf gegen das internationale Spekulantenunwesen, das wird er heraufbeschwören, so wie er es immer heraufbeschwört, wenn er sich an die eigene Bevölkerung wendet. Was er nicht dazu sagt, ist,
dass er natürlich gerne bei gewissen Geheimtreffen, bei Dingen, die abseits der Öffentlichkeit passieren, bei den Bilderbergern ja nicht nur mit dabei, sondern mittendrinnen ist bei diesen Spekulanten, mittendrinnen bei der Hochfinanz und mittendrinnen bei den Banken und sich dort in Wahrheit die Befehlsausgabe abholt, um dort den Auftrag zu bekommen, was überhaupt umzusetzen ist. Meine Damen und Herren, es stößt einem sauer auf, wenn man sich diese Sozialdemokratie im Jahr 2013 anschaut, denn größer könnte der Widerspruch nicht sein zwischen dem, was geredet wird, hier herinnen am 1. Mai und sonst wo bei sozialistischen Veranstaltungen und bei dem, was sie tun, meine Damen und Herren. Und mit der ÖVP haben sie einen treuen Verbündeten. Da tanzt alles nur mehr um das goldene Kalb Profit. Das ist die Kurzfassung des Parteiprogramms der ÖVP. Die christlichen Werte hat man hineinverräumt in das hinterste Eck der Parteigeschichte. Dann geht diese Übung dieses Tanzes etwas leichter. Aber dafür ist man eine Partei von Welt, meine Damen und Herren. Ich wäre auf dieses Prädikat nicht besonders stolz. Ich würde mich mehr darüber freuen, wenn wir alle hier herinnen, so wie die Freiheitliche Partei, in erster Linie Österreich-Parteien sind. Das, meine Damen und Herren, was Sie beschließen, SPÖ und ÖVP, was Sie beschließen, das ist kein Hilfspaket für Zypern. Es war kein Hilfspaket für Griechenland. Es ist kein Hilfspaket für Zypern. Es ist ein sozial- und wirtschaftlicher Torpedo, den Sie abfeuern auf dieses Zypern. Und dieser Torpedo ist gekoppelt mit lauter Zeitbomben, die Sie in Österreich vergraben. Denn irgendwann einmal, wenn Sie diese Länder alle dazu bringen mit Ihren Maßnahmen, dass sie kein Wachstum mehr produzieren können, dass dort nichts mehr erwirtschaftet wird und dass die Folge daraus logischerweise ist, dass es keine Rückzahlungen gibt, geben wird, dann werden diese Haftungen, von denen Sie behaupten, das ist eh nur ein Fetzenpapier, auch in Österreich schlagend werden. Das ist Ihre Verantwortung, meine Damen und Herren, und deshalb rede ich von Zeitbomben. Wissen Sie überhaupt, was Sie damit auf den Weg bringen? Die Alternative in Zypern ist diejenige, ob die Arbeitnehmer in Zukunft im besten Fall ordentliche Gehaltseinbußen erleiden werden oder ob sie im schlechteren Fall gleich auf der Straße stehen. Und das alles nur dafür, meine Damen und Herren, damit die Banken und die Spekulanten und die Eigentümer einmal mehr von ihnen gerettet werden. Sagen Sie nie mehr von der SPÖ, Sie vertreten die Pensionisten, wenn Sie genau wissen, dass jetzt die Pensionsfonds dafür herhalten müssen und dass dieses Modell europaweit Schule macht, um die Banken zu retten, meine Damen und Herren, und die Spekulanten. Und reden Sie nie mehr davon, dass Sie keine Privatisierungen zulassen wollen, wenn Sie jetzt einen Kurs einpeitschen, wo alles in Zypern, was noch einigermaßen einen Wert hat, was man Infrastruktur nennt, jetzt ausverkauft wird und die Geier schon warten, dass sie zuschlagen können. Und hinter den Geiern sitzen diejenigen Banken und Spekulanten, die Sie angeblich bekämpfen wollen. Sie schmeißen es ihnen in den Rachen, meine Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Und das, was die Sozialdemokratie am 1. Mai von sich geben wird, ist ein Ausdruck der blanken Heuchelei und sonst überhaupt gar nichts. Und noch etwas, Sie können sicher sein, Herr Kollege Czab, wenn Zypern über Wasserreserven verfügen würde, wie Österreich über Wasserreserven verfügt, dann könnten Sie sicher sein, dass der Zugriff der Europäischen Union genau auch auf diese Ressource erfolgen wird. Ich sage das nur deshalb, damit die Österreicher wissen, was vielleicht noch auf Sie zukommen kann und warum Sie einen derartigen Rappel davor haben, den Schutz unseres Wassers in der heimischen Verfassung zu verankern. Und nehmen Sie nie mehr von der SPÖ das Wort Einlagensicherung in den Mund. Nehmen Sie nie mehr das Wort Einlagensicherung in den Mund. Sie waren mit dabei, als auf internationaler Ebene beschlossen wurde, dass es jetzt ins Eingemachte geht, dass man sich wie Diebsgesindel benimmt und dass man hergeht und den Sparern in die Tasche greift, meine Damen und Herren. Das ist nichts, was man so tolerieren kann. Das ist ein Anschlag auf das Eigentum, der kleinen Sparer. Und Sie wollten das nicht verhindern, sondern Sie sind ja erwischt worden und seitdem rudern Sie zurück. Aber im Hinterkopf haben Sie dieses Modell durchaus abgespeichert für den Fall der Fälle. Und was sind das für Guthaben über 100.000 Euro? Ja, da sind auch Gelder von kleinen, mittleren Unternehmen drinnen, die logischerweise ihre Löhne und Gehälter auszahlen müssen. Auch das wird jetzt angezapft, auch das wird jetzt verwurstet für die Rettung der Banken und der Spekulanten. Und die Sozialdemokratie haut den Stempel drauf und sagt, für gut befunden, sozial gerecht soll das alles sein und im Interesse der arbeitenden Bevölkerung. Meine Damen und Herren, eines hat uns dieser Fall gezeigt. Einlagengarantien, wie Sie sie auch abgegeben haben, Frau Minister Vector, die gelten in Österreich nur genauso lange, wie man sie nicht braucht. Dann, wenn wir sie brauchen werden, werden Sie sich mit der Europäischen Union zusammensetzen
und einen Beschluss fassen, wahrscheinlich an einem Wochenende, dass es aus ist mit der Einlagensicherung und dass der Zugriff auf unsere Sparbücher erfolgt. Da brauchen Sie dann auch keine Anonymität mehr schützen, weil auf diesen Konten ist dann nichts mehr drauf, meine Damen und Herren. Diese Krise hat eines gezeigt. Die politischen Institutionen, und da zähle ich jetzt die Institutionen der Europäischen Union genauso dazu, wie dieses Parlament in den Fraktionen Rot und Schwarz, die in Wahrheit nur mehr Abstimmungsmaschinerien sind, wo es eine Bank ist, dass das alles durchabgestimmt wird und durchgeht, was sich in Europa in den Hinterzimmern ein paar undemokratische Gremien ausdenken. Meine Damen und Herren, diese Dinge sind abgewirtschaftet. Es wird Zeit, dass die Bevölkerung, die noch weiß, wie man spart, auch in schlechten Zeiten, ihnen sagt, was zu tun und was zu unterlassen ist. Dieses Modell heißt direkte Demokratie und wir werden diese direkte Demokratie nicht von Ihnen erbetteln, sondern wir werden sie mit einem Bundeskanzler Strache umsetzen. Herbert Kickl sieht im Zypern-Hilfspaket kein Hilfspaket, sondern ein Bankenrettungspaket, das nur den Banken und Spekulanten nützt, nicht aber der Bevölkerung.